Cutthroat Business. Hey, what's up, dog? CJ, what's up, baby? Word. Resist, sunshine. You can do it. For me, eh? Fucking Northerners. No, Macca. Fight the urge. Think of Thatcher. You know it's my time again. I know, dude. So what's holding you back? Whoa, hold up. This is video. I gotta see this fool. Live on the set of OG Lokes. Hey man, you clean now. You got nothing to worry about. We're going to hang with the homies. Man, that fake ass Loke. Loke? But he's terrible. Motherfucker. I knew there was something familiar about those rhymes he was kicking. They're from my rhyme book. That's my money. And those are my hoes. And that's my video he's shooting today. Okay, I say we make a cameo appearance. Just drop in on the night. Yeah, that's gangster. Come on. Thatcher, I love you, Macca. Oh, Macca. I love you, Macca. You ain't right in the head, mate. Ernsthaft, zu Maggie Thatcher? Du bist eklig. Okay, dann wollen wir mal. Ich finde auch schön, dass wir jetzt Loke ausschalten wollen oder was auch immer, was wir mit ihm machen, nachdem wir ihn da hingebracht haben. See if we can't interrupt that video shoot and recoup some royalties. And my rhyme book. We're flying in style, baby. You got all the makings of a great man at your car. Saving till we spend in Loke's royalties. Tell me how a fake buster phony like suck-ass Loke can make it in a rap game, CJ. Music business. Changing, dog. It's all about dance routines and showmanship now. Any fake-ass idiot can get a record deal these days. So what am I supposed to do? Dog, you got heart. You got natural style. You got ice-cold gangsters running through your veins. Anybody can get a record deal. But only the genuine article can shake down the house. CJ, my man. You're a natural manager. Don't hit me again. Irgendwie fahr ich gerade wie ein absoluter Vollidiot. Aber ich wollte auch unten mitlesen, was es gibt. Wozu eigentlich? Ich meine, ich kann Englisch. Ich verstehe es auch so. Naja, gut, egal. Dann wollen wir mal schauen, was wir da mit OG Loke anfangen können. Ich glaube, wir werden ihn nicht umbringen. Das wäre ein bisschen seltsam. Aber es ist auch so seltsam, denn wir haben OG Loke in die Lage gebracht, in der er jetzt ist. Und jetzt wollen wir ihm das Versbuch wieder wegnehmen. Alles ein bisschen seltsam, aber gut. Können wir mit leben. Ich kann mich an die Mission erinnern und ich fand sie irgendwie doof. Aber das liegt auch daran, dass wir wieder mit OG Loke zu tun haben. Und OG Loke ist einfach doof. Okay, let's smash this party up. So, nehmen wir doch gleich den direkten Weg. Und dann schauen wir mal vorbei beim Interview. Platzen wir einfach you mal rein. You fucking phonies! Some bitch! Give me my rhyme book! Give me back my chain! Give me back my hose! He busting out! Come on, dog, let's get it! Gut, dass wir gleich drei davon rumstehen. OG Loke versucht abzuhauen. Lass ihn nicht entkommen. Schön mit dem Hoverboard. Yeah. Hat auch einen sehr interessanten Stil, damit zu fahren. Also, ganz spannend. Stay away from me! Was ist denn, mein Kleiner? Hast du Angst? So, na klar, volle Freunde sind wir. Schießen bringt eh nichts, denn wir müssen ihn nur verfolgen. Wir wollen ihn nicht umbringen. Peilen wir doch schon mal die Sprungschanze an. Yay! L-O-C. Hops! Was ist denn eigentlich dieser Auspuff da? Der ist auch interessant, wie der immer so hin und her wackelt an dem Ding. So, ab aufs Land damit, denn diese Dinger sind auch landfähig. Ja, nicht Hoverboard, Hoverboat heißen sie, glaube ich. Oh, du Sau, du überfährst Leute. Du bist ja ein Mieser. Das würde ich nie tun, sowas. Wo geht's denn hin? Hast du ein spezifisches Ziel im Blick? Ach so, einfach mal auf den Steg, na klar. Ich hoffe, Mad Dog kriegt's auch hin. Yay. Die abstrusesten Vehikel, die sie gefunden haben, müssen jetzt mal ran. Weiter geht's mit Go-Karts. Yay.
Fortbewegungsmittel, die zu klein für ausgewachsene Menschen sind, finde ich ganz großartig. Nicht. So, mein... Oh Gott, mein Freund. Das war... Mad Dog? Mad Dog, you a drunk-ass buster. Mad Dog macht seltsame Sachen und diese Kisten haben ein ganz seltsames Fahrverhalten. They don't want you no more. Huh? You washed up. Both of you. Gut, dass Loke nicht damit rausrückt, dass wir das Versbuch ursprünglich geklaut haben. Das könnte uns in Schwierigkeiten bringen, aber so schlau ist der Kerl halt auch nicht. So, ab auf die große Straße. Hier hat man zum Glück nicht das Problem, dass man irgendwo gegenfahren könnte. Wow, wo fährst du denn lang, Alter? Ja, einfach mal über die Flaniermeile. Hier ist übrigens auch Didier Sachs, der teuerste Laden für Klamotten, den man finden kann, wo ich auch meine Klamotten her habe, natürlich. Da kostet jedes Kleidungsstück ein paar tausend Dollar. Du hast da jemanden... Ihr rammt hier die Leute weg. Habt ihr das schon mal mitgekriegt? Fahrt doch an denen vorbei. Na, wie lange kannst du noch? Und wie viele abgefahrene Fahrzeuge kannst du noch finden, ist die Frage. Huch. Meine Güte, haben die Dinger eine direkte Steuerung. Das ist Wahnsinn. Da muss man echt aufpassen. Was fährst du für Wege, Alter? You phony! Ah! Man, you can't prove nothing! Hey, Jeffrey, you a buster. Straight bitch, you stabbed me and my brother in the back. Man, I'm an artist. We all make mistakes. Ain't that right, Alki? You ain't no artist. You's a buster. You's a fake. Man, I was gonna give you credit on the next album. Man, royalties? Take that. I got more too. Bitch, I should smack dog shit out your ass. Just don't break hit your me. Face yeah, right here, motherfucker. You phony. Mr. Dog, Jimmy Silverman, Blasting Fools Records. Hold up, I'm the manager. You wanna talk? Talk to me. Oh, okay. Pleasure, gentlemen. Let's talk. All right. I'll bust your ass. I need hits. I mean hits. Now, what about this guy? This, phony. I've got a good mind to sue his ass into next year. Man, get off me, you drunk! Hey, Lo, go get us some lunch. You get lunch. Excuse me, gangster. I don't think so. Man, get out of here. Don't be pushing me! Don't be pushing me! Die kleine Bitch. So, damit haben wir das Versbuch wieder zurückerobert. Es ist immer wieder das gleiche irgendwie, was wir tun, habe ich das Gefühl. Bloß eben für verschiedene Seiten. Und OG Loke ist aus dem Verkehr gezogen oder aus dem Geschäft gezogen, sagen wir es mal so. Schön, dass er wirklich nicht verraten hat, dass wir das damals geklaut haben. Das würde, glaube ich, die Beziehung zwischen Mad Dog und CJ etwas ins Wanken bringen. So, wie kommen wir denn jetzt am schnellsten auf den Hügel hoch? Kann ich hier hochgehen? Ich weiß es gar nicht. Wir probieren es mal. Geht das? Ja, sehr schön. Wunderbar. Das ist dann noch der schnellste Weg, denke ich. Einfach mal zu Fuß. Nicht immer auf stark motorisierte Fortbewegungsmittel hier setzen. Nein, manchmal muss man einfach mal zu Fuß gehen. Gut, und damit sollte Mad Dog jetzt wirklich wieder im Geschäft sein. Wir speichern nochmal kurz. Und dann schauen wir uns die nächste Mission an. Wieder irgendeine Sache für die Produktionsfirma? Oder worum geht's heute? Riot. Hey, be quiet, be quiet. Come on, you bunch of wankers. This is unbearable. Shut up. Officers Eddie Pulaski and Frank Tenpenny. Both hardworking members of Community Policing Unit
have been charged with racketeering, corruption, narcotics, and sexual assault. They brought it on themselves. That bastard cost me my farm. And he hogged the bomb. Fellow officer Ralph Pendlebury, who had threatened to turn state's evidence, and who was then found shot dead in a supposedly unrelated gang incident. I say 20 years. Try 5 years. Cops always get off easy. Yeah, I heard that. Lost evidence, retracted witness statements, and now the disappearance of fellow officer Jimmy Hernandez and Officer Pulaski himself, believed to be on the run. Oh, wait. They're exiting the courtroom now. That bastard Pulaski will probably turn up dead just like the rest of them. In light of the lack of evidence against my client, the district attorney's office has seen fit to drop all charges against this innocent man. That's bullshit. You see? You can't trust the system, man. This surprise decision is wholly unprecedented. Oh, man, ain't no justice. It's just I know. I've been arrested numerous times for totally natural behavior. Los Santos will burn tonight. Ain't nobody gonna be riding in my hood. I don't know about that, Holmes. Look, the whole city is going up. People are fucking pissed off about this. People don't know what they want. We all being used. You see, man, it's always the same, friend. Power systems corrupt everyone. Look, I said we go secure the hood. We ain't getting shit together so some idiot can burn it down. Shit's real fucked up, man. Yeah, but we gonna handle this ourselves. Wow, krass, was da los ist, wie es klang, ne? Fahre wieder zur Grove Street, können wir das Auto wechseln? CJ, come on, man, hop in. Ach Mensch, wie schade. Ich will nur mal kurz schauen, können wir da einsteigen? Ja! Hier gibt's doch bestimmt auch eine Garage, oder? Für uns? Irgendwie? Um das Mothership zu parken? Nein? So, dann musst du mal kurz warten, ich will das Mothership haben. Das fahre ich mal ganz kurz in meinen Haus rüber, wenn ich es denn finde. Das ist jetzt das Hauptproblem. Denn es wird mir jetzt nicht auf dem Radar angezeigt, wahrscheinlich. Das war doch gleich hier drüben, oder? War das nicht gleich das da? Wir schauen mal. Ich hätte das sehr gern bei mir in der Garage stehen. Ja, ich glaube, das ist mein Haus. Ja. Und da ist meine Garage. Ah, jawohl. So habe ich mir das doch gedacht. So, da wird der Truth auch noch um sein Auto beschissen. Schön. Das Mothership gehört einfach in eine Garage rein. Das ist ganz wunderbar. So, und dann schauen wir doch mal, was es denn ausgelöst hat, dass Tanthony da freigesprochen wurde. Ich meine, so überraschend ist es eigentlich nicht, dass es irgendwie geschafft hat, die Beweise verschwinden zu lassen. Aber man muss auch sagen, CJ hätte auch mal auf die tolle Idee kommen können, irgendeinen kleinen Tipp abzugeben, dass Pulaski, wo auch immer, tot rumliegt und dass Officer Hernandez, der andere Verräter sozusagen, dass der auch noch da beim Devil's Castle rumliegt, dann wäre die ganze Sache vielleicht mal geklärt worden, denn die beiden wurden garantiert, also nicht Pulaski, aber zumindest Hernandez, das hätte man ihm bestimmt irgendwie nachweisen können, dass die Schaufel, die da liegt, die Abdrücke von Tanthony hatte. Und man konnte ja sehen, dass die Schaufel, also er hat ja eins mit der Schaufel übergezogen gekriegt, der Hernandez, da hätte man das garantiert nachweisen können, dass die Schaufel das Tödliche war dabei. So, naja, gut, was soll's. Aber wir schauen mal, wie viele Leute sind denn angepisst von Tanthony und kotzt das jetzt an. Fahren wir mal zur Grove Street und finden's heraus. There ain't no justice, man. How does scum like Tanthony stay on the streets? Man, I don't know. Just the way shit's stacked, I guess. Man, this is fucked up. We should take that bastard down ourselves. And we will, sweet. So läuft das im Ghetto. Irgendwann werden wir ihn schon kriegen. Natürlich. Was wäre das für ein Spiel, wenn es nicht so wäre? What? Oh, Macker. He got a little problem he can't control. What kind of problem? He can't stop, you know, giving himself a little bit. What, you mean he likes to consult Professor Hans Jerkoff? Yeah, regular. Spank the monkey? Yeah. Take Pomula out? Quit it. Birth the worm? Enough, man. Ich glaube, er hätte noch ein bisschen so weitermachen können. Finde ich schön, wie viele Synonyme sie da gefunden haben. Gut. Wow. Jetzt geht's ab. Die Leute... Wow, what? Schnell weg, die Leute drehen total durch. Also wir sehen, jetzt wird es total verrückt. Die ganze Stadt dreht durch.
nur weil Officer Tampany freigesprochen wurde. Shit, look at this place. Even old ladies robbing shit. I guess it's better than staying home and watching the shopping channel. Yeah, go out there and get yourself a bargain. Also wir sehen hier, ist irgendwie alles am Durchdrehen. Das finde ich dann ein bisschen sehr übertrieben. Oh, Verzeihung, habe ich da gerade deinen Fernseher, den du klauen wolltest, kaputt gemacht? Tampany responsible for all of this. As if the ghetto ain't wrecked enough. Come tomorrow, most of the central's gonna have new TVs. Look at them, like angry kids or some shit. They just tearing up their own neighborhood. Nothing good is gonna come of this. Okay, dann schauen wir mal, dass die Grove Street zumindest sicher bleibt. Ich meine, wenigstens die Grove Street-Mitglieder. Ja, ja, wenigstens die Grove Street-Mitglieder scheinen ja noch normal im Kopf zu sein, im Gegensatz zu allen anderen Bürgern hier in der Stadt. Also dann, schnell Gas gegeben und die Grove Street gesichert. I'ma gather some homies and get the hood locked down. You need anything, give me a call. I'ma check out the city and see what I can see. You be careful out there, CJ. Alter. Gut, damit wäre alles abgehakt. Es brennt. Es brennt links und rechts. Und die Leute sind echt am Durchknallen. Okay, speichern wir mal lieber und wollen dann mal schauen, was es jetzt mit Sweet zu erledigen gibt. Also von jetzt an ist die Stadt tatsächlich im Ausnahmezustand. Und wenn ich mich recht entsinne, ist das tatsächlich auch so bis zur letzten Mission des Spiels. Deswegen wollte ich auch unbedingt die Gangkriege vorher machen, denn ich konnte mich noch daran erinnern, dass das passiert. Und danach ist es ungleich unschöner, wenn dann auch noch die Bürger anfangen, total durchzuknallen.